so einen Film zu gucken, dann gucke ich mir dann ganz gerne so meine Merkliste an und arbeite die halt ab. Die sogenannte Watchlist, ne? Kennen wir doch alle. Jeder hat doch so seine Watchlist. So, jetzt ballern wir das hier erstmal noch schön ran. Von außen muss ich ja wirklich sagen, sieht es ja noch nicht so richtig aus wie ein Wind Rider, weil hier so diese Dinger hier, vielleicht können wir da noch so ein bisschen noch einen Block ransetzen oder so, oder eine andere Farbe da noch mit reinnehmen oder so, dass es ein bisschen cooler aussieht, weil das sieht noch nicht so richtig aus. Ich zeige euch nachher nochmal oder in der nächsten Aufnahme die Geschichte mit dem Foto, ja, dass ihr das nochmal abgleichen könnt. Dann können wir sehen, was ich gebaut habe und wie das Ding eigentlich aussehen sollte. Und was habe ich mir jetzt gemacht? Ist das überhaupt richtig, was ich hier mache? Das ist doch falsch. Der gehört doch da ja nicht hin. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Freunde, ich bin verwirrt. Der muss hier hin. So. Oder? Ja. So, der muss ausgetauscht werden. Siehst du, manchmal kommt man durcheinander. So, dann machen wir das mal kurz hier hin. Zack. So, und hier muss jetzt natürlich gleich mal die Leiter wieder hin. Das heißt, wir müssen es mal kurz provisorisch hier abbauen. So, und dann, ja, jetzt wäre schön, wenn wir jetzt einen Creative-Modus hätten, ne? Dann hätten wir jetzt schön, hätte Fahrradkette, hätten wir hier schön so eine Leiter, so eine Strickleiter bauen können. Einfach so, ne, so an den Dings ran und dann wäre das super. Aber gut, was nicht ist, ist halt nicht. Ne? Geht halt alles nicht. Geht halt alles nicht. Ja? Was nicht geht, geht nicht. So, hier, nächste. Austauschen schön. Wunderbar. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Warum nehme ich eigentlich keine Schaufel? Ich hoffe, dass einer jetzt in die Kommentare reinschreibt: Mensch, du Lulatsch, wieso nimmst du denn nicht einfach eine Schaufel? Ich kann euch das gar nicht sagen, wahrscheinlich, weil ich gar keine im Inventar habe aus irgendeinem Grund. So, zack, hier mal rangedönst hier, bam, so, und das war's gewesen, Freunde. Und damit haben wir schon mal den Außenring, beziehungsweise so fertig. Na doch, das, wenn jetzt noch die Flügel dran sind, doch, Freunde, das sieht aus wie ein Wind Rider. Kannst du sagen, was du willst, das kommt schon hin. Merke gerade, das ist dunkel und da hinten rennt schon wieder Zombies rum. Also ich sollte mich mal hier so ein bisschen, glaube ich. Uiuiui, ich glaube, ich sollte mich mal ein bisschen beeilen. Und hier mal ein bisschen schlafen gehen, weil ansonsten gibt es ja gleich böse Überraschungen. So, gut. Das heißt, als nächstes brauchen wir Orange. Wir müssen dann neuen Concrete bauen. Das kriegen wir hin. Da nehmen wir uns einfach mal hier ein bisschen Kies. Ja, ich nehme mal so eins. Das ist schon fast ein bisschen viel, oder? Naja, versuchen wir es mal. Und ein bisschen Sand. So. Müssen wir auch mal wieder farmen gehen, ne? Also irgendwie, wir müssen wirklich jetzt demnächst mal farmen gehen. Halt, und wir brauchen natürlich orangen Farbstoff, habe ich. So, gut. Dann gucken wir mal, wie viel er ausspuckt. Ich bin gespannt, was wir dann rauskriegen werden. Wird ein bisschen was sein. Kies brauche ich noch. So. Naja, jetzt haben wir über einen Stack, also das wird auf jeden Fall reichen. Es wird was übrig bleiben, aber ist nicht weiter schlimm, weil, ja, das werden wir so oder so verballern. Ne? So, und jetzt gehe ich übrigens auch runter, weil das da oben einfach blöd ist. Genau. So, Freunde, ja, also so viel dazu. Movie Pilot habe ich da ein bisschen was eingetragen. Denke ich mal, ist ganz sinnvoll. Ja, dann habe ich natürlich das Metal ja weiter gepflegt. Ne? Sind jetzt ein paar, es ist ohne viel, so drei, vier, lass es mal fünf sein, Alben, die mich dann doch so interessiert haben, die ich dann auch noch mal bei Discogs wie eingetragen habe. Und das war so dieses, was jetzt für mich so, ja, halt so für den Winter so ein bisschen Vorbereitungen, ne? So, dass man so ein bisschen was hat, so zum Hören, so ein bisschen, wisst ihr, was ich meine? So halt so hören und so eine Guckliste von Filmen. Ich finde, das ist immer ganz spannend, weil wenn man mal so Bock hat oder so und man weiß gar nicht, ja, was gucke ich mir jetzt für einen Film an oder was höre ich mir für eine CD an? Und, ne, versteht ihr, was ich meine? So, und dann hat man immer so eine Liste. Ich mag immer Listen. Da guckst du so in die Liste rein und dann weißt du immer, ah, okay, das und das ist relevant. Das und das willst du dir angucken. Das lohnt sich oder lohnt sich nicht und so weiter und so fort. So, und einmal ein bisschen Wasser. Bam. Das grelle Orange, also das ist aber wirklich so richtig grell, ne? Das sieht so wirklich aus wie die Stadtreinigung, also Wahnsinn. So, hier. Ups, schön. Was machen wir, wenn der Wind Rider fertig ist? Ja, ich glaube, dann würde ich hier ganz gerne weiter hier so die Diamanten farmen wollen, wenn ihr da nichts dagegen habt, weil ich will, wie gesagt, noch ein bisschen mehr Diamanten holen für die Werkzeuge. Also noch eine kleine Runde würde ich ganz gerne mitnehmen. Wenn wir da noch mal so einen halben Stacken zusammenbekommen würden, würde ich, glaube ich, nicht traurig sein,
wäre, glaube ich, ganz cool. Also das wäre schon mal nicht schlecht. Dann auf jeden Fall ein bisschen Höhlenspind kloppen, um nochmal so die Level aufzufrischen, sodass ich dann auch meine Sachen verzaubern kann. Also ich würde ganz gerne so ein bisschen so wieder Ausrüstung machen wollen. Das ist so ein Anliegen von mir. Einfach nochmal so ein bisschen, weil das ist wirklich, das ist ganz eigenartig hier in diesem Let's Play, muss ich wirklich mal sagen, weil irgendwie noch nie war das so bei mir, dass hier so wenig Levelpunkte sind. Also ich weiß gar nicht, woran das liegt und irgendwie das zieht sich alles hin hier wie Kaugummi, also so richtig so, ja, also richtig komisch. Naja, aber ist ja egal. Ich habe ja immer was zu erzählen und irgendwie ist ja immer auch was los und deswegen hoffe ich ja, dass es euch nicht langweilig ist, ne? So, dass ich euch ein bisschen unterhalten kann und immer irgendwie was hier rumquatschen kann und irgendwie auch noch ein bisschen bauen hier nebenbei und rumrumpeln und so und dann passt das eigentlich. Hoffe ich doch zumindest, ja. So, hier, Mensch, der Windrider, der sieht ja gar nicht nach Windrider aus. Und hier vorne, das sieht ja irgendwie, das sieht ja aus wie eine Katastrophe hier. Aber wobei, also wenn ich mir jetzt vorstelle, Freunde, warte mal, ich möchte mal ganz kurz noch hier, wenn ich mir hier vorne so die Düsen so angucke, wenn ich jetzt hier einen Block hinsetzen würde, also da und oben auch nochmal einer hin, dann sieht das doch schon viel mehr nach Düse aus, oder? Und wenn ich vorne so eine Spitze da noch ansetzen würde, ja, das ist doch dann. Komm, wir gucken uns das mal von oben an. Jetzt haben wir ja hier die Leiter. Hi. So. Ne, guck mal, also angenommen. Ja, hier vorne ist ja die Spitze. So, und angenommen, ich setze jetzt hier noch so einen hin. Also dahin. Und, ein bisschen schlecht, die mit dem Durchkommen hier. So. Und hier auch noch einer hin. Und dann gucken wir uns das mal an. Und dann machen wir hier vorne noch einen hin. Und da noch einen hin. Also mit viel Fantasie. Also mit viel Fantasie bin ich ja fast der Meinung, das passt schon so weit. So, jetzt gucke ich mal kurz, wo die Flügel sind. Die Flügel sind relativ weit hinten. Und zwar, wo der Dings hier ist. Hier müssten jetzt die Flügel hin. Also neben der Leiter ein Block. Also mache ich einmal grün. Und hier drüben muss natürlich dann auch grün. Also der würde dann hier rankommen. So, jetzt gibt mir mal orange. Und die sind jetzt ganz komische Flügel. Also, fangen wir mal an. Eins, zwei, drei. Vier. Also vier müssen die auf jeden Fall. So, das machen wir jetzt hier auch. Müssen wir gleich mal gucken, in welche Richtung die eigentlich gehen. Ja, die doch, die gehen nach hinten. Eins, zwei, drei, vier. So, dann ist dann so eine komische Lücke hier. Also das schätze ich mal, wird ein Block sein, ne? Ist das ein Block? Ja, kommt hin. So, dann ziehen die das nach vorne. Das ist wieder so klein, ich sehe das doch jetzt schon. Ja, der geht auch nach außen, ne? Nein, wir machen das mal hier, mal gucken. So, wie war das jetzt hier? Einen lassen sie frei. Nee, was? Wo? Wie? Aber das geht doch jetzt schon wieder nicht. Das sehe ich doch jetzt schon. Das sehe ich doch jetzt schon wieder. Das muss ja dann. Und dann nehmen die nochmal einen zurück. Also, das wäre dann hier. Und das geht jetzt aber wahrscheinlich nicht wegen der Leiter, oder? Ach doch, das geht. Cool. So, das heißt. Und dann hier vorne vielleicht noch so ein Plöpel ran, dass es so eine Kante ergibt. Ja, doch, das kommt hin. Das ist ein Flügel. Ja, also, das sieht so aus. Also, das müsste man sogar hinkriegen, Freunde. Das müsste man sogar hinkriegen. So, jetzt müssen wir es nur genauso bauen. Also hier erstmal noch einen ran. So. Und dann kommt hier, da ist ja dann die Leiter. Aber das verstehe ich jetzt gerade nicht. Wieso sind das aber drei? Müssen das wirklich drei sein? Ja, das müssen drei sein. Da kommen wir jetzt nicht drum rum. Also das heißt, es ist hier und hier. Und der geht bis vorne, schätze ich mal, ne? Oder sind das zwei? Eins, zwei, drei. Ne, sind drei. Okay. So, gut, dann haben wir das auch hinbekommen. Zeig mal. Ja, das sieht so danach aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, und damit haben wir die Seiten. Ja, doch.
Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Also die sind nur ein bisschen länger und schräger. Also man könnte rein theoretisch noch einen rausgehen. Noch ein bisschen. Gut, das Ding, das muss ja auch richtig fliegen, ne? So, pass mal auf, dann mache ich hier überall noch mal so einen ran, dann wird das noch mal ein bisschen breiter. So. Ja, also ich setze hier noch mal einen ran. Da kommen dann unsere Zapfsäulen, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Naja, gut, das steht direkt an der Zapfsäule. So, und hinten ist es sogar höher. Also das geht jetzt noch mal richtig hoch hier, so. Und dann geht es hier von unten. Da steht, wie ist denn das unten? Unten ist auch noch mal einer. Also so. Und dann so, na halt wie so ein Flügel, ne? So, und dann ist hier. Und dann ist hier oben nochmal. Also so. Ist ja auch interessant. Aha. So, und oben ist dann nochmal da drauf einer. Da muss ich nochmal nach oben. Weil da oben drauf ist auch noch so ein Plöbel. Aha, hier. Ah, die Verbindung, verstehe. So, und dann kommt jetzt hier nämlich noch mal einer hin. Oh, da brauche ich aber einen Hilfsblock. Ansonsten geht das ja gar nicht. So, dann kommt der da noch mal mit oben rauf. Und der zieht sich bis nach hinten. Also so, so ungefähr. Und hier ist keine Verbindung. Zeig mal. Ja. Aber der muss dann weg hier. Der ist zu viel. Der muss weg. Okay. So, und der Anker. So, und jetzt ist da vorne noch so ein, wie so ein Vogel ist hier so drauf. Was ist denn hier hinten eigentlich mit unserer Turbine? Das ist, ach so, das ist jetzt hier unsere Turbine. Dann müsste ich ja hier eigentlich auch nochmal, ne, so der Vollständigkeit halber, müsste ich ja dann hier oben auch noch mal raufsetzen. Also hier, ne? Ja. Also einmal da. Und einmal. Also von unten ist das Ding ja wirklich voll die Konstruktion hier. So, ne? Genau. Dann machen wir hier noch einen ran. Und da auch noch einen ran. So. Ja, und den Rest können wir jetzt wirklich nur mit Deko machen, ne? Also das ist im Prinzip so die Thematik mit dem, was man jetzt noch machen könnte, wäre so, dass man das hier zubaut. Dann sieht man auch die Leiter nicht. Ja, mit zwei Blöcke. Das wäre noch so eine, ja, Möglichkeit. Was hab ich jetzt hier gemacht? Bin schon wieder durcheinander gekommen. Ich hab hier zugebaut vom Flügel. Weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. Das müsste ja dann hier sein, ne? Also hier und hier. Nee, da ist ein Fehler passiert. Weil hier darf ja gar kein. Da muss er, da ist ja nur ein Block. Da dürfen ja nicht zwei sein. Also der muss auf jeden Fall wieder weg. Nee, ist ja schon richtig, was ich hier gemacht habe, ne? Hier fehlt nämlich ein Block. Genau. Zack, da fehlt nämlich einer. Hier müssen zwei frei sein an der Leiter. Sind sie aber nicht. Das heißt hier, der geht weg. So, jetzt stimmt's. Naja, ich und nachbauen, ne? Das ist immer so eine Geschichte. Aber hier ist symmetrisch, jetzt stimmt's. 2, 2, 2, 2. Und hier ist dann halt offen. Ja, man könnte das jetzt hier zumachen, ne? Dann ist das, weil hier drüben kann ich nicht zumachen, weil hier ist ja die Leiter. Also was ich machen könnte, ich könnte jetzt hier einen hinsetzen. Und hier machen wir dann auch einen hin. Und ach, wisst ihr, was wir. Oder wenn wir da auch eine Leiter machen? Nee, wir machen hier zu. So. Das ist nur ein Eingang. Ja, das ist unser Windrider, Freunde. Ja, nun kann man sich drüber streiten, ob das jetzt so ein originalgetreu ist oder nicht. Hier fehlt natürlich jetzt noch. Hinten sieht cool aus. Hier fehlt natürlich jetzt jede Menge noch an Deko, ne? Also man müsste jetzt hier richtig so noch so. Ja, mit so ein paar. Doch, also man sieht es, es ist ein Windrider. Also ich denke mal. Thema ist Masters of the Universe und ich denke mal, man wird es auch sehen. Ja, ich denke mal, man wird es auch sehen. Fehlen jetzt natürlich noch jede Menge Sachen. Warte mal, Orange, der hat jetzt da noch so eine Punkte drauf, aber gut, die kann ich jetzt nicht setzen, weil das sind zu viele Details, also das geht gar nicht.
So, ich baller das jetzt erstmal hier rein. Ja, ich sortiere das später, Freunde. So, haben wir erstmal ein bisschen Ordnung geschaffen. Und Fisch essen. So, wir gucken uns das nochmal bei Licht an. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich schon wieder aufnehme. Hier müssten jetzt schon ein paar Folgen sein. Genau, gucken wir uns das doch einfach nochmal kurz an, was wir da gebaut haben. Ja, also das ist jetzt eh eine Folge, da ist viel, wird viel, viel gebaut. Ich gucke jetzt gleich mal, wie lange wir schon aufnehmen. Ja, also das ist unser Windrider im Prinzip. Also hier vorne, ich kann euch das ja mal kurz nochmal einblenden. Moment. Dann mache ich hier einfach nochmal kurz den Windrider rein. Also wir sehen auf jeden Fall hier an dem Bild, ne, den Anker, der ist ja da einmal eingefahren und einmal hängt er da draußen. Oben dieser Plöpel, der sieht natürlich ein bisschen, naja, blöd aus. Die Flügel und hinten ist geil, der Sitz ist auch geil. Ja, mit den Turbinen, ich meine, wir können halt nicht rund bauen. Ja, das geht nun mal halt nicht in dem Maßstab. Da müsste man einen anderen Maßstab nehmen. Aber ich glaube, Freunde, so insgesamt, wenn wir uns das so angucken, ist es doch schon uns gelungen, oder? Also insgesamt, ne? Dafür, dass alles mit Vierecke gebaut ist, mit Würfeln. Man sicherlich, also ich glaube, ein Profi würde das noch besser hinbekommen. Ja, aber ich meine, guck mal, in diesem Maßstab. Gut, vorne, ne? So vorne können wir noch ein Stückchen, da können wir noch einen Block ransetzen vielleicht. Das wäre noch eine Idee. Aber so, ich finde so hier oben, das passt. Und hinten sieht auch richtig geil aus. Also hinten finde ich richtig cool. Und es passt jetzt auch hier, so guck mal mit dem Reflektor da. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, und jetzt müssen wir hier noch so einen Kompass vielleicht reinsetzen, so wie so eine Anzeige. Hier noch so ein bisschen Struktur vielleicht reinbringen, irgendwie, weiß ich nicht mit was. Mal gucken, was man da so nehmen kann. Vielleicht Redstone. Ja, hier vielleicht so mit Knöpfen arbeiten, mit Holzknöpfe und Steinknöpfe. Und dann würde das vielleicht passen. Also ich finde so, also ist zum ersten Mal, wo ich den gebaut habe. Und ich muss sagen, ist gar nicht mal so. Ist gar, also für den Maßstab ist das gar nicht mal schlecht. Ja, also man erkennt zumindest, wenn man die Thematik Masters of the Universe kennt und auch schon mal einen Windrider, ich habe euch den ja gezeigt, gesehen hat. Ich glaube, man würde schon allein an den Farben erkennen und auch schon so mit dem Landeplatz und so. Schreibt es mal in die Kommentare, würde. Ja, schreibt es einfach mal rein. Würde mich wirklich mal interessieren. Sicherlich, wie gesagt, es ist nicht perfekt. Ich habe nicht gesagt, dass es perfekt ist, aber so für die Möglichkeiten, die wir haben, ist das gar nicht mal übel. Ja, in diesem Maßstab. Also ich rede jetzt nur von diesem Maßstab. So, wir gucken uns das Ganze mal von da oben noch an. Vom Weiten sieht es ja meistens immer noch ein bisschen cooler aus. Und ja, die Versuchung ist da, das Ding in 1 zu 1 zu bauen, im Maßstab, aber das ist der Windrider aber mal locker. Freunde, das ist schon gut. Und vorne ist ja so abgeschnitten. Die Turbinen, die gehen nicht über die Schnauze hinaus. Die Turbinen, also da, wo die sind, links und rechts, die sind so kurz. Ne? Und oben müssen wir einfach nur. Oben müssen wir einfach nur. Ich überlege gerade, wenn wir den zweiten Block wegnehmen von oben, von diesem komischen Teil da. Oder einfach vorne noch eins ran. Wir machen vorne noch eins ran. Ich gucke mal kurz auf die Aufnahme. Wir sind jetzt bei 3 Folgen insgesamt. Da würde ich es ganz gerne beenden wollen. Gut, also das setzen wir noch schnell ran hier vorne. Und, aber weißt du was, da brauche ich doch eigentlich nur den einen hier wegzunehmen, oder? Der ist ja eh überflüssig hier. Also der ist überflüssig, wenn ich den jetzt hier wegnehme. So, und den hier einfach nach vorne setze. Wenn der muss ja hier nach vorne, nicht da nach unten. Also der kommt ja hier hin. So. Zeig mal. Ja, jetzt ist besser, siehst du? Jetzt? Hey, wow. Hey, jetzt kommen die Augen noch, ne? Die Augen müssen noch rechts und links ran. Ja, cool. Und wenn wir jetzt so Treppen hätten, ey, das wäre so cool. Dann können sie richtig schöne Schrägen bauen. Doch, Freunde, ich würde sagen, das hat funktioniert. In 3 Folgen haben wir mal eben hier so einen Windrider eingeballert hier. Und das frei Schnauze. Also, das ist voll so, ne? Das ist mal eben hier mal so ein bisschen mal hier so hingekleckert hier. Guck mal. Wir haben Windrider, Leute. Wir haben einen Windrider. Wir haben tatsächlich einen Windrider von He-Man hier auf unserem Dach jetzt geparkt. Ne, fliegen kann er natürlich nicht. Ist ja klar. Ey, cool. Ey, cool, Leute. Ich freue mich.
Doch, jetzt gefällt es mir mit der Schnauze da oben. Guck mal, so ein ganz kleiner Block hat dafür gesorgt, dass wir es hinbekommen haben. So, gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, beende ich die Aufnahme jetzt hier gerade. Und dann haben wir wieder drei Folgen neu dazu. Ich glaube, insgesamt müssten wir jetzt für eine Woche wieder haben. Das ist gut, dass ich ein bisschen Vorlauf habe jetzt nach den Sommerferien. Und ja, nächste Mal würde ich gerne mit euch nochmal zur Höhlenspinnenfarm gehen, um hier so ein bisschen die Spitzhacke aufzuladen, dass wir ein bisschen mehr Levelpunkte haben. Und ich würde ganz gerne noch mit euch ein paar Diamanten holen. Also Diamanten, wir gucken mal ganz kurz. Wir haben welche, so, ne, hier bei Erze, Moment, gucke mal. Also wir haben jetzt über ein Stecken, ne, schon, aber ihr wisst ja selber, das verbraucht sich recht schnell. Und da wir alles mindestens zwei oder dreimal haben wollen, ist es schon gut, wenn wir nochmal so ein Stecken uns holen. Wenn ihr wisst, was ich meine, ja. Deswegen, und auch Kohle vor allen Dingen. Kohle, gucken wir mal. Wir haben gar keine Kohle. Wir haben nur noch drei Kohle. Also da ist ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt noch mal so ein bisschen farmen gehen. Und das würde ich ganz gerne in der nächsten Aufnahmeseason mit euch machen wollen. Ja, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Falls ein, zwei Tage Pause sein sollte, bitte nicht wundern. Das war's gewesen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss.